von Aargau Aktiv. Herzlich willkommen bei einem weiteren Training. Heute nochmal mit uns, Aarautor Group Fitness von Aarau. Wir freuen uns, sind dabei bei diesem Training. Das Training könnt ihr irgendwo draußen durchführen. Was ihr genau dazu braucht, sagt doch jetzt gerade der Marc. Jawohl, wir haben hier hinten eine kleine Joggingrunde um das Park herum. Erst ein Quartier Aarau. Dann, ihr könnt natürlich auch irgendein Ründchen nehmen, neu in einem Wald, neu um zwei, drei Häuser herum. Das Ziel ist, dass ihr ungefähr zwischen 1 und 2 Minuten habt, bis ihr eigentlich rundherum sind. Weiter nehmen wir nicht ein Pack Jasskarten plus ein Bänkchen, das irgendwann vielleicht gerade neben der Strecke steht. Genau, das ist. Viel Spass mit dem Training. Kommt mit. Dass wir etwas warm werden, fangen wir an mit einem kleinen Reaktionsspiel. Der Janik ist vorne und locker am Joggen an Ort. Das könnt ihr nachher das zweite machen. Der eine gibt ihm nachher immer ein paar Inputs und sagt ihm entweder den Kopf, vielleicht den Kopf oder Schultern oder Knie. Und dann muss er möglichst schnell reagieren. Schultern, Kopf, Schultern, Knie. Kopf, Knie, Schultern. Nach einem Zeitchen wird das zu einfach, dann macht der Janik keines. Dann können wir hier schon ein langsam in eine höhere Kadenz ziehen und wir machen das gleiche weiter mit Kopf, Knie, Schultern, Knie, Kopf. Perfekt. Wenn ihr das eine Zeit gemacht habt, macht ihr das noch mit dem Hampelmann. Mit dem Hampelmann an, genau, und nachher Knie, Kopf, Knie, Schultern, Kopf. Genau. Wenn euch das zu einfach ist, dann tun wir Kopf und Knie noch vertauschen. Heisst, er ist auch wieder am Juggeln am Anfang und wir sagen dann Kopf, Schultern, Knie. Kopf, Schultern, Kopf. Genau. Hier müsst ihr noch dabei sein, parat sein, schauen, dass ihr parat bleibt. Als heutige Trainingseinheit machen wir den Jasskartenlauf. Der läuft so: Ihr habt einen Stapel Jasskarten neben dem Bänkchen von eurer Laufrunde. Nach jeder Runde ziehen wir eine Karte, machen die Übung und nachher gehen wir auf die nächste Runde. Je nachdem, was ihr für eine Karte zieht, müsst ihr die Übung unterschiedlich oft machen. Bei jeder Zahl, so oft wie drauf steht, wenn ihr ein Bädchen zieht, 10 Mal und wenn ihr ein Ass zieht, 20 Mal. Gut. Wenn ihr ein Herz zieht, macht ihr einen Gump aufs Bänkli. Hier macht ihr einen Squat und geht wieder runter. Wenn ihr das langsamer machen wollt, dann könnt ihr gut auch aufs Bänkli laufen. Schön tief in einen Squat gehen und wieder runterlaufen. Wenn ihr eine Ecke zieht, macht ihr eine Kombination aus Liegestützen und Dips. Zuerst eine Liegestütze, dreht ihr euch um, ein Dip. Das Ganze zählt als 1. Wenn ihr es leichter machen wollt, dann könnt ihr kurz mit der Brust nachher aufs Bänkchen kurz berühren, langsam wieder aufstehen und beim Kehren könnt ihr den Knie machen, dann habt ihr hier die Tippe etwas einfacher. Wenn ihr ein Kreuz zieht, macht ihr den Schwimmer. Als erstes legt ihr aufs Bänkchen, dass ihr gutes Gleichgewicht haben könnt und nachher als schwierige Variante könnt ihr probieren, gerade mit den Beinen und den Armen hoch und runter. Immer wenn ihr eine hoch und runter sind mit einem Arm, zählt es als 1. Ein die einfachere Variante ist, wenn ihr hinten mit den Beinen konstant gerade bleibt und mit den Armen einfach schöne Schwingbewegungen macht. Wenn ihr eine Schaufel zieht, macht ihr Leg Raises. Ihr liegt mit dem Rücken aufs Bänkli, könnt euch gut mit den Händen Anfang vom Bänkli heben und nachher die Beine hoch und runter bewegen. Für die, die das noch in die Strang ist, die können einzeln jeweils ein Bein hochnehmen und nachher mit dem anderen hochgehen.
Perfekt. Den ganzen Jaskartenlauf macht er 20 Minuten. Der, der am Schluss mehr Karten hat, der gewinnt. Der Sieger vom Duell kann nachher mit dem anderen eine Runde 36 aufspielen. Er nimmt alle Karten und der andere muss sie holen. Jawohl. Gut, das wäre es mit dem Training für Aargau Aktiv. Wir haben hoffentlich den Plausch gehabt. Schaut weiterhin rein. Es gibt noch einige Trainings diese Woche. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis ein anderes Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.